Eine schlagende Geschichte. Diese Geschichte ist die beste im Buch. Mehr noch, sie ist die beste Geschichte der Welt. Und das haben nicht wir bestimmt. Das haben hier 11 unabhängige Experten festgelegt, die sie unter Laborbedingungen mit einem repräsentativen Musterbeispiel aus der Weltliteratur verglichen haben. Diese Geschichte ist eine exklusiv israelische Entwicklung. Ihr fragt, wie das kommt, dass ausgerechnet wir sie verfasst haben und nicht die Amerikaner? Dann sollt ihr wissen, dass sich auch die Amerikaner das fragen. Und nicht wenige Größen in der amerikanischen Verlegerwelt sind im Begriff, ihren Posten zu verlieren, weil sie sich nicht rechtzeitig mit der Antwort gewappnet hatten. Genau wie unsere Armee die beste der Welt ist, so ist es auch mit dieser Geschichte. Es handelt sich um eine bahnbrechende Entwicklung, die als eingetragenes Patent geschützt ist. Und wo ist dieses Patent geschützt? Ja, das ist es eben. Dass es in der Geschichte selbst registriert ist. In dieser Geschichte gibt es keine Kniffe, keine Kunstgriffe, keine beweglichen Teile. Sie ist ganz und gar aus einem Hardcover gemacht. Eine Legierung aus vertieften Einsichten und Aluminium. Sie rostet nicht, sie drängt sich nicht auf, aber sie beutet sehr wohl. Sie ist höchst aktuell, steht aber auch über der Zeit. Die Geschichte wird das Urteil fällen. Übrigens, nach Meinung vieler und guter ist das Urteil schon gesprochen und sie kam überragend dabei weg. Was ist denn so besonders an dieser Geschichte, fragen die Leute naiv oder mit vergeblicher Unschuld. Hängt davon ab, welche Leute. Was hat sie an sich, dass ein Tschechow oder Kafka oder was weiß ich nichts nicht hat? Die Antwort auf diese Frage ist lang und komplex. Länger als die Geschichte selbst, aber weniger komplex. Denn es gibt nichts Komplexeres als diese Geschichte. Und trotzdem versuchen wir mal an einem Beispiel darauf zu antworten. Am Schluss dieser Geschichte wird beispielsweise im Gegensatz zu Geschichten von Tschechow oder Kafka, unter denen die richtig lesen, ein Mazda Lantis in metallic-grauer Farbe verlost. Und unter den nicht richtigen Lesern unter den nicht richtigen Lesern wird ein weiteres, billigeres Auto verlost, allerdings nicht weniger grau und metallic, damit sie sich nicht so schlecht fühlen. Denn diese Geschichte ist nicht dazu da, um sich über euch zu erheben. Sie ist dafür da, damit ihr euch gut fühlt. Wie steht es so schön auf der Papierserviette in der nächstgelegenen Stickeria bei euch ums Eck? Hat es euch gefallen? Erzählt es allen. Hat es euch nicht gefallen, erzählt es uns. Oder in diesem Fall der Geschichte. Denn diese Geschichte erzählt nicht nur, sie hört auch zu. Ihr Ohr, wie man so sagt, lauscht den Herzensregungen der Öffentlichkeit. Und wenn die Öffentlichkeit genug von ihr haben sollte und darum bittet, ihr ein Ende zu setzen, wird sie nicht säumen oder sich asylheischend an den Altarecken festklammern. Sie wird einfach aufhören. Eine schlagende Geschichte 2. Aber falls ihr sie eines Tages so der Nostalgie wegen plötzlich wieder wollen solltet, wird sie immer gern zurückkehren. Danke.